Hallo? Hallo? Ist wer da? Hallo? Ja, sagen Sie mal, wer sind denn Sie? Die haben mich eingeschlossen. Ja, das tut mir leid, das passiert manchmal. Ja, ich lasse Sie raus. Es tut mir leid. Kommen Sie. Ja, wollen Sie ein Bier oder nein, vielleicht? Nein, danke. Nein. Wir gehen nicht. Nein, ich muss heim. Siege, komm. Da haben Sie aber Glück gehabt, ich bin nämlich nicht die ganze Nacht wach. Ja, gut sei Dank. Siege, jetzt komm her, da geh weiter. Im Moment müssen Sie nicht zufrieden sein. Ja, ja. Das sagen Sie immer. Liebe oh, das Zeit, aber das macht nichts. Das macht nichts. Nein, jetzt wird es nicht mehr. Es geht in die Luft, geht wieder los. Hat einen gewissen Reiz. Aber es ist schade, dass es nicht in Berlin ist. Kaum zu glauben, Meier. Das hier ist die Geburtsstätte der Bewegung. Und die ging von ein paar Leuten, von einem Münchner Bierkeller aus. Aber Sie sind selbstverständlich froh, dass das so ist. Ja, natürlich bin ich froh. Sehr froh sogar. Deutschland lebt. Junge Männer wie Sie dürfen wieder anfangen zu träumen. Hallo! Sie da, mein Herr, Sie müssen in den Luftschutz sein. Alarm, echt? Nein, eigentlich nicht, aber... Gut, dann kann ich ja sitzen bleiben. Nein, das ist eine Übung. Und an dieser Übung müssen wir alle teilnehmen. Gestatten? Mein Herr, würden Sie jetzt bitte sofort... Also gut, dann lassen Sie es halt bleiben. Sagen Sie mal, Meier, was halten Sie denn von unserem Auftrag, den Führer zu beschützen? Tja, um ganz ehrlich zu sein, zweifle ich manchmal an der Notwendigkeit so intensiver Sicherheitsmaßnahmen. Hast du den Zettel mit den Vorschriften? Ja, komm schon.
Ich meine, wer würde einen so bedeutenden Mann umbringen wollen? Einen Mann, der in so kurzer Zeit so viel für Deutschland getan hat. Ja, Meier. Wenn Sie das immer so weitermachen wollen, Meier, besorgen Sie sich weichere Absätze. Prima und weiter, Heil Hitler, Frau Schmidt. Komm schon! Nur weiter, weiter! Na, wie geht's, Frau Gruber? Halt! Dankeschön! Zimmermann, wo wohnen die? Da unten im Keller. Ich zeig's Ihnen. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bitte, bitte, Herr Brechtl. Herr Hitler. Herr Seifert. Herr Brechtl. Herr Hitler. Herr Hitler. Was haben Sie denn? Sind der blass wie ein Geist? Ich habe meine Arbeit verloren. Sie sind arbeitslos in dieser Zeit? Ja, das ist ja gut, dass ausgezogen sind, die Zimmermanns. Wieso? Na, jetzt der Keller wieder leer ist. Und da unten sind die Miete viel billiger. Und der Werkbank haben wir auch. Und wenn Sie nicht rechtzeitig die Miete zahlen können, ich vertraue Ihnen. Habe sie diese Wohnung zu verdanken? Dem Führer sind sie Parteimitglied. Sie sollte zu uns gehören. Dann sind sie nicht mehr so allein. Sie werden viele Freunde finden. Ich bin der Erste.
Der Führer braucht sie. Sehr gern. Ich weiß. Hast du einen Führer in echt schon mal gesehen? Na, euch freuen mich schon so. Guten Abend. Grüß Gott. Heil Hitler. Das ist Maria. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Guten Abend, Herr Frau Schneider. An jenen historischen Marsch zur Feldherrenhalle im Jahr 1903. Das ist wahr, das Zimmermann. Abend. Gedenken an die Gründung der nationalsozialistischen Bewegung. Sie sind arbeitslos? Das ist unglaublich. Und sind begierig darauf zu hören, was der Führer sagen wird. Jetzt, da Österreich sehr laut. Seine Heimat in nicht Reich eingegliedert ist. Heute Abend. Guten Abend. Nach dem Abschluss des Abkommens mit Chamberlain. Ich finde es nicht richtig, einen guten Mann rauszuschmeißen. Ein Mann wie Elsa wird jederzeit wieder Arbeit finden. Die Zeitungen schreiben doch jeden Tag, dass die Fabriken Leute einstellen. Ja, aber das sind alles nur Waffenfabriken. Was war das? Und schuld sind die amerikanischen Kapitalisten und ihre Wall Street-Juden. Schnaps? Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass sich die Ankunft des Führers etwas verzögert. Seifert, gehen Sie doch in den Bürgerbräukeller und hören sich den Krach da. Oder bringst lieber ein Bier? Ich melde Sie dem Herrn Brechtl und Sie fliegen als Nächster raus. Es ist ein geheiligter Tag, wenn der Führer zu seinen alten Kameraden spricht. Das macht er doch nur einmal im Jahr. Sind Sie denn nicht stolz auf das, was er vollbracht hat? Und was hat Ihr Führer vollbracht? Ach, das wissen Sie nicht. Ich sag's Ihnen. Der Führer gab uns ein neues Deutschland. Er baute die Autobahn. Er holte die Olympischen Spiele nach Berlin. Er hat sogar Neger erlaubt zu gewinnen. Er schenkt uns den Volkswagen. Und er wird die Welt verändern. Und Künstler verlassen Deutschland. Bücher werden verbrannt. Und unsere besten Wissenschaftler sind bereits geflohen. Heil Hitler. Der Führer gab uns Ruhe und Ordnung wieder. Die Ruhe eines Friedhofs. Still. Aus dem Jubel der Menge zu schließen, scheint der Wagen des Führers eingetroffen. Ich weiß auch nicht, sie ist heute Morgen stehen geblieben. Sie sind der Einzige, der das reparieren kann. Ja, der Führer ist da. Wir betreten gerade den Saal. Alle haben sich erhoben. Hören Sie nur, was für ein Empfang. Genossinnen, eine deutsche Post zu lassen. Präsentiert das Gewehr! Gratuliere, Meier. Ging ja alles wie geschmiert. Ja, so wie geplant. Ja.
Kaffee, bitte. Milch und Zucker? Milch, Zucker nicht, danke. Was haben Sie denn vor heute Abend? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Wann kommt denn endlich das Christkindlied? Sehr bald, mein Schatz. Ja, sehr schön schaut der Baum aus. Ihr zwei habt eine Schwäche für sowas, ne? Also, gute Zeit. Freuen Sie sich über den Besuch? Sie haben sich doch sonst immer gefreut. Und Sie werden sich wieder freuen. Thank you.
heißt der Schnickerl, gell? Sitz, Platz, schön da bleiben. Wirkt doch nicht so. Was ist wer da? Ein dummer Hund. So was. Was ist denn? Riechst du was? Hallo? Hallo? Ist hier jemand da? Bist du ein blöder Hund? Entschuldigen Sie. Sie sind ja nicht aus München, oder? Das stimmt. Und wie heißen Sie? Anneliese! Wenn Sie sich nicht um die übrigen Gäste kümmern wollen, lasse ich Sie wieder in der Küche arbeiten. Verstanden? Tut mir leid, entschuldigen Sie. Glaubst du, der schmeißt mich raus? Bestimmt nicht. Kennst du den da drüben? Nein, aber ich weiß, dass ich ihn gerne. Also muss ich den wirklich alles selber machen. Ja, so ist recht. Tanzen Sie? Ich lass mich gern auffordern. Meine Freundin Bertha? Seid nicht. Die sind der Fritz-Kirchner. Dass ich nicht den ganzen Dürrebreikeller mitgebracht habe. Was meinst du denn da? Fahrrad, du Klammer. Ich hab so viele Wünsche im Geheim. Wohnen Sie in München? Ja, unterm Dach. Im Bürgerbräukeller. Da wohne ich mit der Bertha zusammen. Und Sie? Straße. Nummer? Guten Abend. 94. Können Sie spielen? Nein. Aber wenn ich auf die schwarzen Tasten drücke, dann. Klingt's japanisch. Komm, Künstler.
Nicht schlecht für einen Anfänger. Sie haben es schnell begriffen. Das sind gute 25.000 Tonnen. Noch ein paar solche Sprengungen und der ganze Berg wird verschwunden sein. Machen Sie weiter so, Elsa. Also, bis Montag. Ah ja, schönes Wochenende. Aber schwängern Sie nicht so viele Mädels, gell? Ja, richtig. So wie beim letzten Mal. Sind Sie verletzt? Nein. Was ist passiert? Es ist ziemlich rutschig. Der Regen, der Stein. Na kommen Sie, ich werde Sie nach Hause bringen. Nein, danke schön. Ich schaffe das schon. Doch, ich bestehe drauf. Nein. Wo wohnen Sie denn? Türkenstraße. Nummer? 94. Aha. Kommen's. Kommen's. Hey, hey. Mein Fahrrad. Das nehmen wir mit im Auto. Steigen Sie ein. Es ist leider ein bisschen eng hier drin. Bitte sehr. Sie haben ganz schön Glück gehabt. Ja, hoffen wir's. Sie hätten da abbiegen müssen. Hätten wir? Sie hätten nur hinten abbiegen müssen. Mhm. Und sind Sie sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Nein, nein, mir fällt nichts. Da Zigarette? Können Sie abbiegen. Nein, danke, ich rauche nicht. Da können Sie abbiegen. Da. Wir sind da.
Elsa! Sie haben doch am Samstagabend den Bunker abgeschlossen, oder? Ja. Warum? Weil da Samstagnacht eingebrochen worden ist. Ich habe abgeschlossen, habe Ihnen die Schlüssel gegeben, Herr Hecht. Ja, das haben Sie. Dann müssen die Burschen mit dem Dietrich reingekommen sein. Haben Sie was gestohlen? Na nix, soweit ich das weiß. Schauen Sie mal genau nach. Und dann werden Sie mir sagen, ob auch nur ein Stück an Maustrick verschwunden ist. Ja, mach ich. So, bitteschön. Dankeschön, Bertha. Was ist denn das da? Machen Sie es sauber mit dem Schnaps. Schnaps? Ja, oder trinken Sie einen Schnaps. Ja, das kann man mit Schnaps auch machen. Was ist denn passiert? Mein Fahrrad hat gestern einen Unfall gehabt. Mit mir. Das schaut ja schlimmer aus. Ich glaube, das mache ich da sofort sauber. Das ist halb so schlimm. Das wird doch selber wieder gut. Ich darf das Fahrrad nicht verkaufen, bevor dann was passiert. Vielleicht kaufst du einen Mercedes mit all dem Trinkgeld, das du hier kriegst. Ja, vielleicht. Anneliese! Wir sehen uns. Georg, ich bin auch noch da. Hm? Sag mir, was du denkst. Nichts Besonderes. Wie ist ins Wasser? Kalt. Manchmal ans Altwerden? Na. Was ist in 10 Jahren? In 10 Jahren? Ja, da bin ich ein bisschen älter. Nein, ich meine das ernst, Georg. Ich finde, dass man manchmal auch an die Zukunft denken muss. Nur an Silvester. Ich glaube, ich bin schwanger. Thank you.
Und, seid endlich verlobt? Ich weiß nicht. Der Krieg in Polen tobt weiter. Trotz des tapferen Versuchs des Feindes, unsere Truppen zu schlagen, kämpft sich die Wehrmacht unerschrocken vor. Selbst die dreisten, fest entschlossenen Armeen müssen erkennen, dass der deutsche Vorstoß nicht kontrolliert werden und der Wille der deutschen Soldaten nicht gebrochen werden kann. Die tapfere polnische Kavallerie wurde in diesem Krieg geschlagen. In einem Krieg, den niemand gewollt hat. Am wenigsten der Führer, auch nicht das deutsche Volk. Aber nun, da er begonnen hat, muss er zu Ende geführt werden. Und das Resultat wird ein Sieg für Deutschland sein. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Die Hecke nur Bier. Ich komm gleich. So, ihr Schweinsbraten. Dankeschön. Und Würstel mit Kraut. So, bitte sehr. Heil Hitler. Heil Hitler. Ich sagte Heil Hitler. Ich höre nichts. Bitte, ein bisschen lauter. Heil Hitler. Wie bitte? Heil Hitler. Siehst du, wie einfach das ist? Das kann doch jeder.
Morgen, Herr Seifert. Herr Lindner, Herr Elser. Wie geht's denn? Gut, danke. Mir geht's gut. Dankeschön. Sie bekommen hatte der Marineminister Winston Churchill zum wiederholten Male eine Auseinandersetzung mit Premierminister Chamberlain wegen dessen ständiger Versuche, Hitler als ungefährlich zu bezeichnen. Er bezog sich dabei auf das Münchner Abkommen im letzten Jahr und auf die kürzlich von Deutschland ausgegangene Aggression. Winston Churchill deutete an, Zimmermanns. Dann Boy wurde. Sie sind vielleicht der Nächste. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Das war das letzte Mal. Er ist nicht da. Ist er gut zu Ihnen? Kriegen Sie alles von ihm, was Sie brauchen? Abends ist er nie daheim. Wenn's ihn liebst, dann wart'st. Und wie lang? Bis du jemanden mehr liebst. Herr Elser, würden Sie Ihr Fahrrad bitte mal da drüben abstellen und mitkommen? Nur ein bisschen Kork. Setzen Sie sich. Ja, freilich in Berlin, Herr Schwarz. Das ist Stahl. Ja, freilich. Sie gefährden den deutschen Sieg. Das ist überaus wichtiges Kriegsmaterial. Und wozu brauchen Sie es? Nein, soll ich das nicht? Ich arbeite nachts. Ja. Repariere Sachen. Uhren. Ja, bitte tun Sie das. Sie sind auf einen Nebenverdienst angewiesen, Herr Elser? Ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört, weil. Ich muss mehr Geld verdienen.
Wir erwarten ein Kind. Nein, das habe ich doch schon gesagt. Ja, ja, Sie können mich Tag und Nacht erreichen. Kaufmann. Diebstahl am Arbeitsplatz ist Diebstahl am deutschen Volk. Wenn ich will, verlieren Sie sofort Ihre Arbeit. Fragen Sie nicht warum? Führen Sie es aus! Und wenn Sie weiter als Mechaniker nebenbei arbeiten möchten, dann beschaffen Sie sich Ihr Material legal. Und jetzt verschwinden Sie hier. Einen Moment. Sie haben Ihre Sachen vergessen. Womit wir unsere Zeit verschwenden müssen. Da hat jemand eine 90-Jährige angezeigt, weil sie den Führer beleidigt haben soll. Der Kerl wollte, dass ich sie nach Dachau schicke. Haben Sie? Ist es nicht so komisch, mit welchem Eifer alle ihre Nachbarn anzeigen? Den Metzger, den Bäcker und jetzt sogar einen ängstlichen Uhrmacher? Überprüfen Sie den, Freilich. Ob's wirklich eilig. Sie wollen doch nicht, dass ich die Ouvertüre verpasse, nicht wahr, Meier? Siehst bezaubernd aus. Ich war in der Oper im Rosenkavalier. Du weißt ja, ich. Willst du was trinken? Ich will die Scheidung. Ich hab gemeint, zwischen uns gibt's was, das nicht. Das muss sein. Versuch mal's noch einmal. Ich könnte ihn dir sogar verzeihen, deine Liebhaber. Krausberg. Herrliche Zeiten. Er ist verschwunden. Krausberg ist in Sicherheit. Das ist mir gerade bestätigt worden. Es war nicht einfach, aber es hat funktioniert. Wo ist er? Gerade jetzt sitzt er in einem Flugzeug nach Lissabon. Entscheide dich, Marianne. Ich muss mich entscheiden. Besorg dir einen Pass für Portugal, wenn du das unbedingt willst. Die Kinder, die bleiben natürlich bei mir. Ich war in der Klinik. Ich habe mich untersuchen lassen. Weiß ich. Und da bin ich betäubt worden. Ja, weiß ich. Sie haben mir mein Kind genommen. Ich weiß, diese Abtreibung habe ich veranlasst. Jeder wusste von deinem Verhältnis mit diesem Krausberg. Ich musste dich schützen. Mich schützen? Ja, schützen! Schützen vor dir selbst! Schützen vor der Gestapo! Ich hätte nichts für dich tun können mit einem Kind von einem Juden. Ich habe mit Krausberg nie geschlafen. Nicht einmal einen Monat haben wir gebraucht in Polen. Das war ein großer Sieg. Ein Grund zum Feiern. Es ist kaum zu glauben, dass überhaupt Krieg ist. Haben Sie Geduld, Meier. Wir sitzen alle früh genug im Dreck. Ich zweifle nicht, dass dieser Krieg Deutschland großen Ruhm bringen wird. Einigen von uns vielleicht, aber denen, die kämpfen und deren Familien, werden bloß Erinnerungen vom Krieg gebracht. An umgekommene Freunde, liebe Menschen, Zerstörung. Aber dieser Krieg ist anders als Ihr Krieg. Ich habe keinen Krieg. Ich meinte doch nur, dies ist ein erhabener Konflikt. Und Hitler versprach uns allen den Sieg. Hm,
Der Sieg hat bekanntlich viele Väter. Die Niederlage ist ein Waisenkind. Napoleon. Jetzt du weißt Zoe. Anscheinend nicht einmal, wie man telefoniert. Wo warst du denn? Arbeitet habe ich nachts, Tag und Nacht. Die muss ja schließlich Geld verdienen. Du hast gekündigt, haben die mir vom Steinbruch gesagt. Ja, mit Uhren reparieren, da verdiene ich mehr. Da kriege ich mehr Stunden zusammen. So. Ja, aber das weißt du doch. Ein feuchter Keller ist nicht der richtige Platz, um ein Kind großzuziehen. Und wie bei dir war, wo warst du? Das weiß ich nicht. Abholen, ausliefern. Anneliese, jetzt reizt mal allmählich, dass Sie hier mit den Gästen reden und Ihre Arbeit nicht erledigen. Und Sie verbringen hier schon mehr Zeit als ich. Verschwinden Sie da. Trinken Sie ein Bier. Prost. Danke. Alle Jahre wieder. Ein Kaffee, bitte. Ja, sofort. Obersturmbahnführer. Toni Leibl, was machst denn du hier? Ernstl, ich bin der Inhaber hier. Jetzt. Sturmbahnführer Meier, Anton Leibl. Herr Leibl. Kamerad von früher. Komm, setz dich nieder. Was magst du denn trinken? Schnaps. Schnaps. Zwei. Gern, Herr Leibl. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, jederzeit. Wir könnten eine von deinen Kellnerinnen gebrauchen, die dem Führer ein Glas Wasser bringt während seiner Rede. Ja, wir haben viele Mädeln da. Ich denke da an was Jungs. Was Reschs. Eine, an der der Adolf seine Freude hat. Du, da könnte ich dir da die Anneliese vorschlagen. Ein guter Vorschlag, Toni. Fräulein Anneliese? Von wo wird der Führer sprechen? Von da drüben. Gefällt er Ihnen? Ich habe ihn noch nie gesehen, bloß in der Wochenschau und in Zeitschriften. Würden Sie ihn gern kennenlernen? Ob ich? Ja. Nach der Hälfte seiner Rede dürfen Sie ihm ein Glas kaltes Wasser bringen. Er wird Ihnen danken und Ihnen die Wange tätscheln. Und weitersprechen. Würde Ihnen das gefallen? Ja? Ja, dann machen wir das so. Sagen Sie mal. Wie lange sind Sie denn schon hier? Ein Jahr und zwei Monate. Da springt da eine kleine Prämie raus, dem beigesagt. Dankeschön. So. Dann hätten wir das auch. Ja, und jetzt entschuldige mich, ich muss mal in der Küche nachschauen gehen. Von der Logik nämlich gar nichts. Servus. Kennengelernt zu haben. Oh mein. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Was hast du denn? Ich weiß selber nicht. Was haben denn die von dir wollen? Ich werde dem Führer während seiner Rede ein Glas Wasser bringen. Anneliese! Für die. Hallo? Fräulein Anneliese Fischer? Ja? Hier ist der Pfarrer der Pfarrei St. Ursula, Fräulein Fischer. Da jetzt Ihre Pläne, Herrn Georg Elser zu heiraten, bekannt geworden sind, habe ich mir gedacht, wir sollten uns vielleicht einmal ein bisschen unterhalten. Vielleicht so um zwei. Im englischen Garten.
Na, die Sache mit dem Hitler, die gefällt mir nicht. Was meinst du? Na, dass du mir ein Glas Wasser bringen sollst. Was ist denn schon dabei? Ist es denn unbedingt notwendig, dass meine Verlobte dem Führer ein Glas Wasser bringt? Ein Glas Wein vielleicht. Aber jeder weiß doch, dass der Führer nicht trinkt. Und der Führer raucht auch nicht. Ich verstehe sowieso nicht, wie ein Mensch so lange reden kann. Bist du eifersüchtig? Ja. Tu es nicht, Anneliese. Was soll denn das? Spürst du das, wie er strampelt? Woher weißt du, dass er ihr ist? Woher das weiß? Ich weiß halt. Strampel, ich spür's. Da ist ein Pass. Für die Schweiz. Georg, was ist denn passiert? Gar nichts. Könnte ja sein, dass wir verreisen wollen. Innerhalb von 30 Minuten den Bürgerbräukeller zu verlassen. Ich komme heute Abend zu dir, hier geht's drunter und drüber, die hämmern die ganze Nacht. Ich bin aber bestimmt nicht vor morgen früh von der Arbeit zurück. Ich bitte, warte auf mich. Wieso? Ich habe Überraschung für dich. Was denn? Na, wenn ich das jetzt sage, dann ist ja morgen früh keine Überraschung mehr. Anneliese. Ja? Zahl für mich, bitte. Seit wann sind Sie schon der offizielle Fahrer des Sturmbahnführers? Na ja, jetzt. Beinahe 3 Jahre. Hin und wieder haben Sie ihn doch sicher auch außerdienstlich gefahren, nicht wahr? Sicher, hin und wieder. Und vielleicht waren Sie ihm auch behilflich, Reisepapiere für gewisse Leute zu besorgen. Ich glaube nicht, dass der Herr Obersturmbahnführer es gern hätte, dass ich solche Sachen mit Ihnen bespreche. Der Zeitpunkt kommt, da werden Sie sich wünschen, Sie hätten die kleine Frage beantwortet. Für den Führer! Sieg! Halt! Sieg! Halt! Sieg! Halt! Die Sicherheitsmaßnahmen waren ja noch nie so streng. Ja,
Aber das stimmt. Wahrscheinlich müssen wir die ganze Nacht hier draußen bleiben. Ja. Hauptsache nicht an der Front. Hast du Zigaretten? Ist nur Feier? Ja. Hier. Alle Ausgänge sind besetzt. Das Dach ebenfalls. Wie immer sehr gründlich, Meier. Ich muss jetzt unbedingt pinseln. Ja, aber nimm lieber eine Pinzette mit, damit du auch hinst. Ja, und dann hab ich noch den da. Und den. Warst du? Bin in der Arbeit. Kannst du da aufpassen und hinfahren? Hast du überhaupt schon mal Rede gehört? Ja, freilich schon. Nein, man hört nicht im Original. Nein. Gehen wir da links drüber. Links! Schwenk! Naja, so
auch wieder nicht sein. Ich hätte es mir wirklich gerne mal angesehen. Ja, ja, meinen Sie? Natürlich. Verbinden Sie mich bitte mit Anneliese Fischer. Tut mir leid, heute keine Privatgespräche. War was, Dolly. Komm schon. Wolltest du mal ein bisschen her? Ja, mal wieder schauen, bis später. Was meinst du, wie viele Leute kommen? Ich weiß nicht. Tausende. Es ist wirklich dringend. Ich muss sofort mit Anneliese Fischer sprechen. Hallo. Alle Mann, absitzen. Und hinten einhof. Moment, noch ein paar rote Ruhm. Die sind nicht ganz frisch. Schauen Sie mal. Nein, war es aber ein Kilo von denen gelben Ruhm hätte ich jetzt. Die sind gut. Ja. Wie viel? Das ein bisschen mehr sein? Ja, fahr los. Ja, und dann hinten noch ganz gut. Mein Führer. Hier ist der Wasser, mein Führer. Bist aufgeregt? Hör mal zu. Wir müssen in die Schweiz, und zwar sofort, nach Zürich. Zürich? Frage jetzt nicht. Wir müssen verschwinden, und zwar sofort. Was sag ich dem Leibel? Gar nichts. Irgendwas. Sag ihm, was du willst. Der Zug fährt um 7:30 vom Hauptbahnhof. Der Flughafen ist dicht gemacht. Bauer wird nicht fliegen. Heißt das, dass Deutschlands bester Pilot vor dem bisschen Nebel Angst hat? Ja. Naja, schämen Sie sich. Und der letzte Zug nach Berlin, der fährt gegen 10 Uhr. Ja, Meier, dann lassen Sie doch den Salonwagen des Führers an diesen Zug ankoppeln. Aber es ist ein Notfall. Wenn es heute gehen, dann gehen es für immer. Es tut mir leid, wir müssen aber telefonieren. Ich muss heute Abend. Annelies, wer soll denn dann dem Hitler das Glas Wasser bringen? Die Bertha kann es machen. Gut, gehen Sie zu. Herr Meier, Befehl von Obersturmbannführer Wagner, den Salonwagen des Führers heute an den Nachtzug nach Berlin ankoppeln. Was ist mit Ihnen? Es tut mir leid, ich kann dem Führer nicht das Wasser bringen. Mein Verlobter hat angerufen, er hat einen furchtbaren Unfall gehabt, ich muss gehen. Tut mir leid. Wo wohnt er denn? Er ist unterwegs nach Konstanz zu seiner Mutter. Ah ja, verstehe schon. Aber hier in München, wo wohnt er da? Türkenstraße 94. Ja, gut. Dankeschön. Lassen Sie sie überwachen, Meier. Und wenn sie sich mit diesem Georg Elser trifft, beide festnehmen. Die Heil!
Türkenstraße, 94, schnell. Sofort. Stunden und Stunden ist er hier unten gesessen. Hat Gott weiß was gemacht. Manchmal die ganze Nacht durch. Wo hat er denn gearbeitet? Ja, hier. Ich meine, seine normale Arbeit. Na, im Steinbruch war er. Was hat denn der im Steinbruch gemacht? Na, der hat er halt gesprengt. Ein Telefon. Sofort! Ab gleich 7 werde in 4 Minuten der Schnellzug nach Zürich machen. Sie. Ja? Wählen Sie weiter diese Nummer. Und wenn Sie durchkommen, sagen Sie denen, dass der Bürgerbräukeller sofort geräumt werden muss. Verstehen Sie mich? Geräumt werden muss, auf meinen Befehl. Ernst Wagner, na los! Gleis 7, Anfahrt des Schnellzuges nach Zürich. Ich hab's verloren. Ich auch. Ruf Obersturmbannführer Wagner an. Der Völker Mitteleuropas, wir sind verantwortlich für das Schicksal der Völker Osteuropas. So kann ich diesem Herrn nur sagen. Genauso könnten wir erklären, wir sind verantwortlich für das Schicksal der Völker in Palästina, für das Schicksal der Völker in Ägypten, für das Schicksal der Völker, meinetwegen in Indien. Wenn ein Engländer sagt, unsere Grenze liegt am Rhein, und der Nächste kommt und sagt, unsere Grenze liegt an der Weichsel. Du kannst ihm nur sagen, Herr, sehen Sie, dass Sie zurück zur Tänze kommen, sonst werden wir Ihnen helfen, Ihre wirklichen Grenzen. In ihren Einflussgebieten selbst beschränken, dass der Zustand ein Ende nimmt, dass ein Volk sich anmaßt, den Weltpolizisten zu machen. Blödsinnig auf britische Versicherungen, britische Staatsmänner. Dieses Deutschland hat damit Vertrauen gehabt. Es hat sich selbst abgerüstet, es hat sich selbst entwehrt und es ist nur betrogen worden. Und aus der Not, die daraus kam, ist unsere Bewegung gekommen. Da
haben Sie einen Krieg. Naja. Noch wenige Minuten bis zur Grenze. Jemand im Zug? Mach jetzt doch Platz, bitte. Franz!
Raus! Raus! Alle raus! Lass uns den Zug abfahren. Noch nicht mutig genug, rechtzeitig aus dem Zug zu springen. Aber Sie waren mutig genug, Adolf Hitler umzubringen. Ich hab's nicht geschafft. Um 7 Minuten verfehlt. Warum haben Sie das gemacht? Einer muss es ja machen.